Ja, herzlich willkommen. ESG und die EU-Taxonomie erfolgreich managen, das haben wir als Titel für das heutige Webinar gewählt. Ich freue mich, Sie bei dieser Stunde begrüßen zu dürfen und darf Sie auch durch das Programm moderieren. Was haben wir uns für diese Stunde vorgenommen? Wir werden kurz die drei Referenten, die Sie schon im Bild sehen, und wir uns jeweils vorstellen. Dann wird Peter Sattler einen Impuls geben zum Thema gesamthaft Nachhaltigkeitsreporting mit dem Schwerpunkt auf die EU-Taxonomie. Und dann schauen wir uns gleich mal live an, was hat denn Data Gitik bereits an interessanten Modul geschaffen? Und das wird uns Matthias Stubenfoll von CCH Data Gitik zeigen. Zum Abschluss wird Peter Sattler und ich noch mal kurz einen Überblick geben, ein modulares Projekt vorgehen. Wir sehen aus unseren bisherigen Gesprächen mit Interessenten und Kunden, dass die Kunden sehr unterschiedlich weit in dem Thema schon unterwegs sind und haben uns dafür einen modularen Ansatz zurechtgelegt. Abschließend tun wir selbstverständlich mit einer Q&A-Session. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen dann in den Chat posten und können soweit möglich die unmittelbar beantworten oder kommen im Nachgang des Webinars gerne auf Sie zu. Ja, wer sind die drei Referenten, die Sie heute in dieser Stunde begleiten darf? Als erster gleich damit beginnen, Heimo Teubenbacher. Ich bin bei der PM1 im Themengebiet Corporate Performance Management als Business Development Manager tätig. Das heißt, ich bin Themenradar und da ist schon seit geraumer Zeit das Thema ESG auf meinem Radar erschienen, das uns ja eigentlich mittlerweile fast täglich auch schon in der Presse begegnet. Für mich war ziemlich schnell klar, das wird ein Thema für den CFO-Bereich sein. Und das werden wir auch heute nochmal ganz deutlich von Peter Sattler hören, wie das Thema schon im CFO-Bereich angekommen ist. Ich freue mich auf diese Stunde, die wir hier gemeinsam verbringen werden und darf gleich an den Matthias weitergeben, der sich kurz selber vorstellen wird. Ja, auch von meiner Seite, also von Wolters Kluwers, recht herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Stumpfoll. Wie Sie sehen können, ich bin verantwortlich für die Solution Architects in Deutschland. Ich komme aus dem Bereich der Beratung, bin jetzt seit 2016 bei Wolters Kluwers tagtäglich tätig, habe alle Themen betreut wie Konsolidierung, Planung und seit wir jetzt auch uns im Bereich ESG mit einem Eigenmodul bewegen, bin ich hier verantwortlich, dieses bei unseren Kunden und bei unseren potenziellen Kunden vorzustellen. Und daher werde ich Ihnen auch einen kleinen Einblick geben, wie die modulare Sicht dort aufgebaut ist und was man Schönes mit unserer Lösung machen kann. Danke, Matthias. Ich freue mich schon, von dir wieder einen tieferen Einblick zu erhalten. Du hast immer wieder Neues auf Lager, soweit ich das jetzt schon die letzten Male gesehen habe. Und dann haben wir den dritten im Bunde, Peter Sattler. Bitte stell dich vor. Ja, sehr gerne. Und es freut mich auch total, dass ich heute mit dabei sein kann. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Green Transformation, das ist mein Herz- und Seelenthema. Also mit diesem Thema setze ich mich seit Jahren auseinander, begleite hier seit mehreren Jahren zahlreiche Projekte in dem Umfeld, bin seit über 12 Jahren in der Beratung tätig. Und wie bereits gesagt, seit einigen Jahren mit vollem Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und habe hier schon Projekte begleitet und Kunden begleitet bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien beziehungsweise nachhaltigen Unternehmensstrategien, bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsreports, also die Übersetzung auch von allem, was man im Unternehmen zum Bereich Nachhaltigkeit macht, in den Report hinüber. Und aus Vorwärtssicht, wir haben einen starken Fokus auch auf die Unternehmenssteuerung, die Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen in die Unternehmenssteuerung. Das war eine große Herausforderung, die uns sehr gut beschäftigt. Und daneben auch nochmal viele Projekte im Bereich Green Transformation gemacht. Das heißt also, wie kann man Geschäftsmodelle so anpassen, dass sie auch tatsächlich nachhaltig sind, von der nachhaltigen Wärme über Wasserstoff sind so einige Themenschwerpunkte, die ich hier schon begleiten konnte. Danke, Peter. Wir freuen uns schon auf deinen Impuls, den du uns gleich geben wirst. Und am besten übernimmst du auch gleich die Steuerung des Bildschirms. Dann kannst du selber über die Slides, die du vorbereitet hast, entsprechend dirigieren. 15, ich würde sagen, 20 Minuten haben wir ja dafür auf alle Fälle vorgesehen. Aber auch vor allem dann nochmal 20 Minuten auf alle Fälle für auch die Live-Demo von Matthias. So wollen wir uns die Zeit aufteilen. Bitte gerne, wenn du übernehmen kannst. Genau, das können wir gerne machen. Und ich habe hier
einiges an Folien zusammengestellt, die einen relativ breiten Überblick geben sollen. Bevor wir dann zu den Inhalten kommen, noch ganz, ganz kurz zu Robert. Viele von Ihnen werden uns schon kennen, ein paar wahrscheinlich noch nicht. Deswegen hier noch ein paar Informationen zu uns als Firma. Wir sind eine Managementberatung mit über 1000 Mitarbeitern, sind branchenübergreifend tätig und haben auch einen internationalen Footprint vom Dachraum. Da haben wir sicherlich einen Schwerpunkt über andere europäische Länder, arabischen Raum und den amerikanischen Raum decken wir mittlerweile mit Büros ab. Und von den Beratungsfeldern her haben wir uns das Thema Transformation angeheftet. Green Transformation ist ein erheblicher Teil davon, aber auch das ganze Thema, wie werde ich nachhaltig, ist also ein Teil unseres Solution-Portfolios und begleitet uns hier auf zahlreichen Projekten. Ich möchte gar nicht so sehr mit dieser Slide zu lange bleiben, sondern gerne gleich auf die nächste Folie gehen. Wir haben nämlich hier immer zwei Aspekte, die wir auf unseren Projekten mitnehmen. Und zwar einerseits den Aspekt des Nachhaltigkeitsmanagements. Das heißt also, wie schaffe ich es, dass die Nachhaltigkeitsstrategien, die ich mir vornehme, die Ziele, die ich mir setze, auch wirklich umsetzen kann. Und da, das ist so dieser dunkelblaue Sustainability-Management-Bereich. Da geht es darum, den ESG-Report zu machen, den Management-Approach zu definieren, auch das Thema Anforderungen von externen Regulierungspflichten etc. mit zu berücksichtigen und auch das Thema Governance entsprechend aufzusetzen. Dieses Thema geht immer mehr auch in Richtung CFO, da werde ich gleich nochmal zum Sprechen kommen dazu. Und daneben, neben diesem dunkelblauen Bereich, beschäftigt uns genauso der hellblaue Bereich. Also wenn es darum geht, das Thema des Geschäftsmodells, der Unternehmensstrategie nachhaltig auszurichten, tatsächlich die Wertschöpfung auch ein wenig umzukrempeln, zu dekarbonisieren, auch die Kreislaufwirtschaft mit einzubringen in die Wertschöpfung. Hier machen wir zahlreiche Projekte und auch der Bereich Wasserstoff ist ein Bereich, der uns sehr beschäftigt. Und hier weggehend beschäftigen wir uns heute mit diesem dunkelblauen Bereich. Und auf der nächsten Folie ist auch nochmal der Grund, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das ist jetzt hier nochmal ein Ausflug in unsere CXO-Studie von 2021. Ich habe gerade vorhin die E-Mail bekommen mit den Ergebnissen von diesem Jahr. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Ich habe es noch nicht im Detail lesen können, weil die noch brandneu sind. Aber die Ergebnisse von diesem Jahr sind trotz Ukraine-Krise, trotz Unsicherheiten nach wie vor sehr, sehr ähnlich. Was sehen wir hier? Wir haben über 200 Vorstände in Interviews befragt und 4 von 5 Vorständen sagen, dass das Thema ökologische Nachhaltigkeit eine strategische Priorität für ihr Unternehmen ist. Das heißt also, über 80% aller Vorstände arbeiten an diesem Thema. Und was man eben auch sieht, ist, dass von 2020 auf 2021 dieses Thema einen enormen Push erfahren hat. Das sieht man in unserer Studie, das sieht man auch in anderen Studien. Aber in unserer Studie ist das Thema ökologische Nachhaltigkeit von 2020 auf 2021 um 4 Plätze aufgerückt und auf den 2. Platz gekommen der strategischen Prioritäten. Wenn man hier nochmal in die Branchen hineinsieht, dann sieht man auch, dass im Wesentlichen in allen oder in allermeisten Branchen das Thema ökologische Nachhaltigkeit eines der Top-3-Themen ist, eines der Top-3 strategischen Prioritäten, wie es von den Vorständen definiert werden. Die das Thema besonders ernst nehmen, ist das Thema Bauwirtschaft. Die bekommen ja sozusagen von 2 Seiten Druck. Nämlich einerseits müssen sie energieeffiziente Gebäude herstellen und andererseits müssen sie das ganze Sustainability Management hinbekommen. Der ganze Bereich metallverarbeitende Industrie und metallerzeugende Industrie und dann auch nochmal die Versorgungswirtschaft. Das sind Branchen, die das Thema Nachhaltigkeit wirklich als Top-1-Priorität gesehen haben. Die anderen Branchen stehen aber nicht weit dahinter. Übrigens, dieser Split ist auch zwischen großen und kleinen Unternehmen sehr ähnlich. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Was uns aufgefallen ist, ist, dass österreichische Unternehmen hier noch etwas mehr auf das Thema Nachhaltigkeit achten als deutsche Unternehmen. Aber auch in Deutschland ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema. Die Lösungsansätze, die Unternehmen zur Anwendung bringen, sind je nach Branche aber völlig unterschiedlich.
Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass man nicht die eine Nachhaltigkeitsmaßnahme für alle Branchen treffen kann, sondern hier muss man tatsächlich spezifisch an die Sache gehen. Und das ist auch in unserer Studie ganz klar herausgekommen. Dann würde ich dich bitten, auf die nächste Folie zu gehen. Noch bevor wir drauf schauen, woher kommt dieser Druck, das Thema Nachhaltigkeit auch stärker zu verorten. Das haben wir auch abgefragt und hier haben wir mit danach gefragt, welche Stakeholder diesen Druck ausüben und das Thema einfordern. Und die Interviewpartner haben uns hier geantwortet, dass eigentlich von allen Seiten das Thema Nachhaltigkeit eingefordert wird. Also sowohl von den Kunden, die eben selber nachhaltig sein möchten, im B2B-Geschäft beziehungsweise die nachhaltige Produkte kaufen möchten im B2C-Geschäft, die Mitarbeiter, die dieses Thema immer stärker einfordern, der Kapitalmarkt, der das Thema immer stärker einfordert, und zwar sowohl Banken wie auch der Eigenkapitalmarkt. Und nochmal zuletzt auch natürlich der Regulator, der mit immer neuen Rechnungslegungsvorschriften kommt und auch dieses Thema einfordert. Jetzt haben wir in unserer CFO-Studie, das ist also jetzt eine andere Studie, hat aber auch über 200 Teilnehmer, die wir interviewt haben. Und hier haben wir CFOs gefragt, wie sie denn das Thema Nachhaltigkeit für ihre Abteilung einschätzen. Und hier ist auch ein ganz klares Bild erkennbar, nämlich dass heute nur einer von fünf CFOs das Thema für den CFO-Bereich sehr wichtig einschätzt. Aber zukünftig erwartet wird, dass das erwarten 74% aller CFOs, dass das Thema eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Das heißt also, die CFOs gehen schon davon aus, dass sie hier eine sehr, sehr, sehr viel stärkere Rolle einnehmen müssen als heute. Und auf der rechten Seite sehen wir das noch einmal etwas mehr im Detail. Und hier ist auch noch einmal erklärt, warum das so ist. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer professioneller und die Ansprüche, die an das Nachhaltigkeitsmanagement gestellt werden, steigen auch regelmäßig an. Das heißt also, hier sind die Kernkompetenzen, die der CFO-Bereich bringt, gefragt, nämlich zum einen mal Daten zu managen, hier auch prüfbeste Daten zur Verfügung stellen zu können, entsprechende Prozessgovernance einhalten zu können und definieren zu können, die entsprechende System- und Poollandschaft aufbieten zu können und natürlich genauso die Kernrolle des Controllings, das ganze Thema reporten, planen, steuern, fällt ja in den CFO-Bereich. Und nachdem Nachhaltigkeitsdaten jetzt immer mehr auch in diesen Steuerungszyklus hineinwandern, also von Planung über Reporting hin zur Steuerung, wird die Verantwortung für diese Daten beziehungsweise auch für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen immer stärker in den CFO-Bereich gegeben. Und was man hier nochmal in dieser Grafik sieht, wir haben hier vier Rollen ausdefiniert in unserer CFO-Studie und die sozusagen graduell den Gestaltungsspielraum der CFOs definieren, vom Sustainability Avoider, der sich gar nicht wirklich einbringt in das Thema, über den Sustainability Reporter, der die Mindeststandards erfüllt, über den Sustainability Controller, der auch nochmal das Thema Risikomanagement und Initiativen aufgreift, bis hin zum Sustainability Performance Manager, der aktiv die Integration in die Unternehmenssteuerung bewegt. Und wir haben die CFOs gefragt, wo sie sich heute einordnen würden und wie sie ihre Rolle in einigen Jahren erwarten. Und auch hier sehen wir diesen deutlichen Shift nochmals abgebildet. Die ersten drei Rollen mit wenig Gestaltung, mit wenig aktiver Gestaltung durch den CFO werden an Bedeutung verlieren. Und der Sustainability Performance Manager, also der CFO, der immer stärker hier Gestaltungsspielraum einnimmt und der auch das Thema Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung einbringen möchte, der nimmt wahnsinnig zu. Das heißt also, in Zukunft erwarten nicht so wie heute nur 8%, sondern 50% aller CFOs, dass sie ein Sustainability Performance Manager sein werden. Und es zeigt eben einfach, dass diese Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in dem CFO-Bereich deutlich zulegen wird. Das erwarten die CFOs und das sehen wir auch in unseren Projekten. Und auf der nächsten Folie sehen wir auch nochmal, was die wichtigsten Themen sind, die CFOs im Bereich Nachhaltigkeit gerade beschäftigen. Nämlich zum einen die Etablierung eines Steuerungsmodells und die Integration von ESG-Kennzahlen in das Corporate Performance Management. Die Einhaltung der Berichtspflichten, also sozusagen die Pflicht, die man als CFO erfüllen muss, das Definieren einer klaren Governance und
Last but not least die Sensibilisierung der Mitarbeiter zum Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist nach wie vor für viele Mitarbeiter noch neu und es ist sehr komplex und sehr groß. Das heißt also, die Sensibilisierung, das Onboarding der Mitarbeiter in das Thema Nachhaltigkeit ist hier auch eine sehr wichtige Maßnahme, die Sie groß gerade vorantreiben. Das war jetzt mal der erste Teil des Impulses, der nochmal gezeigt hat, warum das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und welche Rolle die CFOs einnehmen. Und auf der nächsten Seite sehen wir jetzt den Deep Dive zum Thema EU-Taxonomie. Das heißt, hier ist jetzt gleich etwas spitze vom Thema her. Das Thema EU-Taxonomie konnte ich schon in mehreren Projekten begleiten in 2021. Das Thema war hier ja für alle Unternehmen noch ganz neu. Das heißt also, wie Sie ja vermutlich wissen, Geschäftsjahr 2021 war das erste Jahr, in dem es diese Berichtspflicht gab für Unternehmen, die auch einen NFI-Bericht veröffentlichen müssen. Und es wurde ja nur die Eligibility eingefordert und noch nicht die Konformitätsprüfung. Und wir haben uns jetzt auch angeschaut, wie die Berichte aus dem Jahr 2021 im Vergleich aussehen. Und was hier ganz klar erkennbar war, dass die Berichte, die veröffentlicht worden sind aus dem Jahr 2021, sehr heterogen sind. Das heißt, wir haben große Unterschiede zwischen den Branchen gesehen. Also Branchen wie zum Beispiel die chemische Industrie hat oft nur zwei wirtschaftliche Aktivitäten reportet, versus zum Beispiel Energieversorger, die teilweise über 20 wirtschaftliche Aktivitäten veröffentlicht haben, bis hin zu einem ganz unterschiedlichen Eligibility-Prozentsatz von wenigen Prozentpunkten bis hin zu nahezu 100%. Das heißt also, die Spannweite der Ergebnisse ist sehr, sehr breit gewesen. Und die Banken haben sich das auch angeschaut, Banken und Investoren, mit denen haben wir auch einige Gespräche geführt. Hier sieht man nochmal so ein Blitzlicht von ein paar Pressemeldungen von Banken und Investoren. In 2021 war die Reflexion bei den Banken noch sehr, sehr gering, weil man gesagt hat, die Eligibility-Veröffentlichung ist gut und schön, hilft uns aber bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit unserer Kunden noch nicht weiter. Hier müssen wir schauen, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Auf der nächsten Folie nochmal sehen wir die Übersicht über die Entwicklung der EU-Taxonomie über die nächsten Jahre, wie sich dieses Thema, immer mehr an Fahrt und an Komplexität aufnehmen wird. Im Jahr 2021, eben wie gesagt, gab es nur die verpflichtende Veröffentlichung der Eligibility. Im Jahr 2022 wird hier auch die Alignment-Prüfung schlagend werden. Hier allerdings nur für die beiden Ziele, für die beiden Environment-Ziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Und ab dem Geschäftsjahr 2023 gehen wir zumindest davon aus, werden die vier weiteren Umweltziele hinzukommen und genauso die Sozialtaxonomie. Für alle sieben Ziele, die hier noch im Hellblau gekennzeichnet sind, gibt es ja bereits Entwürfe, aber noch keinen Gesetzestext dazu. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass sie erst für das Geschäftsjahr 2023 relevant werden. Es kann aber auch zu einer Überraschung kommen und zumindest die Umweltziele könnten auch schon für das Geschäftsjahr 2022 relevant werden. Schauen wir dann nochmal weiter auf den Prozess. Ich habe schon gerade eingangs erzählt, der Fokus im Vorjahr lag auf der Ermittlung der taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten, also auf der Eligibility. Und im Jahr 2022 ist jetzt erstmals die Prüfung der Taxonomiekonformität verpflichtend. Und hier sind ja mehrere Schritte notwendig. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist auch, dass die Herausforderungen hier unternehmensspezifisch auch bei unterschiedlichen Themen liegen. Dass aber nicht immer nur, sage ich mal, bei der offensichtlichen Hürde, nämlich bei dem wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Umweltziele, irgendwo Hürden versteckt sind, sondern auch, dass tatsächlich auch die Do No Significant Harm Ziele, das heißt also, dass man keinen erheblichen Schaden für andere Umweltziele verursacht, dass diese Prüfung auch sehr komplex geworden ist. Die Einhaltung sozialer Mindeststandards
ist je nach Unternehmen, je nach Stand des Unternehmens tatsächlich auch unterschiedlich komplex. Unternehmen, die grundsätzlich schon weiter fortgeschritten sind, tun sich hier sehr leicht. Unternehmen, die hier noch weniger gemacht haben, haben hier große Komplexität zu erwarten. Was wir sehen, ist, dass jetzt mit den neuen Zielen, die kommen werden, und auch mit den neuen Prüfkriterien, die veröffentlicht werden, dass es hier jetzt eben eine Standardisierung geben wird und über die nächsten Jahre, dass es hier auch zu einer Automatisierung kommen sollte. Das heißt also, dass man bereits in den CAPEX-Management-Tools, in den Corporate-Performance-Management-Tools, in den ERP-Systemen, dass man hier bereits die Informationen gleich zum einen mitbuchen kann und zum anderen auch konsolidierte Zahlen auch gleich mit auswerten können wird. Das ist die Hoffnung und das ist auch die Hoffnung unserer Kunden in dem Bereich, weil natürlich dieses Jahr, also für dieses Geschäftsjahr 2021 und für dieses Geschäftsjahr 2022, der Aufwand und insbesondere der manuelle Aufwand durchaus hoch war, um die Daten zusammentragen zu können. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, die EU-Taxonomie kommt nicht alleine. Die EU-Taxonomie kommt unter anderem gemeinsam mit der CSRD, also mit der Corporate Sustainability Reporting Directive, für die es bereits ebenfalls einen Entwurf gibt, der aber noch nicht verabschiedet worden ist. Und diese CSRD wird ja die NFRD ablösen, also die Non-Financial Reporting Directive, und soll hier nochmal für deutlich mehr inhaltliche Tiefe, aber auch Breite in der Anwendung sorgen. Das heißt also, die bisherigen Anwendungskriterien werden deutlich verschärft und deutlich mehr Unternehmen müssen dann in Zukunft einen Corporate Sustainability Report veröffentlichen. Und zwar sind das Unternehmen im Wesentlichen mit einer Größenordnung von über 250 Mitarbeitern, die ab 2026 diese Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen und damit auch die EU-Taxonomie berichten müssen. Die CSRD hat also einen deutlich breiteren Anwendungsbereich. In Deutschland gehen wir davon aus, dass statt 500 Unternehmen knapp 15.000 Unternehmen in Zukunft hineinfallen werden in die Anwendung und dementsprechend auch viel mehr Unternehmen sich damit beschäftigen müssen. Gleichzeitig sind auch die Anforderungen an die Inhalte deutlich gestiegen. Zum einen einmal müssen deutlich mehr quantitative Angaben gemacht werden. Das heißt also, zu den vorgegebenen Zielen, die auch in der EU-Taxonomie formuliert sind, werden spezifische KPIs abgefragt werden. Die Integration ins Risikomanagement wird eine große Rolle spielen. Die doppelte Wesentlichkeit wird nochmal ausformuliert werden. Und nicht genug dessen, sondern auch die Prüfung der Corporate Sustainability Reports wird verpflichtend werden. In der aktuellen Planung ist es so, dass die Limited Assurance ab dem Geschäftsjahr 2023 vorgesehen ist und sogar eine Reasonable Assurance ab dem Jahr 2026. Auf der nächsten Seite sind nochmal einige weitere Implikationen für die Unternehmen abgebildet. Im Wesentlichen sind hier die Herausforderungen für die Unternehmen, integrierte Reporting-Prozesse zu erstellen, also finanzielle und nicht finanzielle Kennzahlen stärker ineinander zu binden. Die Audit Trails, also die Prüfprozesse für nicht finanzielle Daten auch schon vorwegzunehmen und mitzuplanen, die nicht finanziellen Kennzahlen auch in das Risikomanagement aufzunehmen, also beispielsweise, was passiert beim Klimawandel von plus 1, plus 2, plus 3 oder plus 4 Grad, welche Chancen und Risiken ergeben sich dafür das Unternehmen und so weiter. Das Reporting-Volumen wird natürlich zunehmen und wird auch an Komplexität gewinnen. Und wie gesagt, die Prüfpflicht wird noch hinzukommen. Das Ganze wird dazu führen, dass die nicht finanziellen Daten und nicht finanziellen Kennzahlen auf eine fast Gleichstellung mit den finanziellen Informationen im Reporting gehoben werden. Das heißt also, dass ein Kollege von mir das mal sehr, sehr schön zusammengefasst, im Jahr 2030 wird es also fast genauso schlimm sein, wenn man falsche nicht finanzielle Zahlen veröffentlicht, wie finanzielle Zahlen. Und dieser eindeutige große Shift wird viele Änderungen für Unternehmen im Reporting, aber auch im Management-Ansatz verursachen. Wenn wir jetzt nochmal auf die letzte Folie schauen, das sind nochmal einige Implikationen für Unternehmen. Welche Handlungsfelder ergeben sich daraus? Zum einen mal, Unternehmen müssen sich klare Zielvorgaben und Maßnahmen setzen. Zum Beispiel im Bereich EU-Taxonomie müssen ja Umsatz, CAPEX und OPEX veröffentlicht werden.
die entsprechend der EU-Taxonomie-Kriterien konform oder nicht konform sind, entsprechende Umweltziele. Und die Taxonomie fordert auch mittlerweile ein, dass man in Zukunft auch ein Ziel und eine Art Roadmap definieren muss. Das heißt also, dass ich das Unternehmen überlegen möchte, muss und veröffentlichen muss, wohin die Reise gehen soll, wie viel man sich in den einzelnen Bereichen verbessern möchte. Integration ins Risikomanagement habe ich schon angesprochen. Das Nachhaltigkeitsmanagement selbst wird sich deutlich weiter professionalisieren. Er hat sich in den letzten Jahren bereits sehr, sehr viel getan, wird aber noch mal deutlich einen Schub geben. Und das ganze Thema Berichtsinhalt, Berichtsstruktur, Berichts- und Abschlussprozess wird sich ebenfalls entsprechend der zunehmenden Komplexität anpassen. Wir sehen dann noch zusätzlich eine starke Verankerung von dem ganzen Thema in die Organisation und IT-Landschaft. Das haben wir gemerkt bei einigen Projekten im Bereich EU-Taxonomie, dass es hier klare Rollen braucht für das Thema EU-Taxonomie, aber auch für das Thema Nachhaltigkeitsreporting, dass es hier ein klares Zusammenarbeitsmodell geben muss und natürlich auch ein klares Zielbild für die IT, wie die Systeme zusammenarbeiten und welche Daten aus welchen Systemen kommen sollen. Jetzt habe ich Sie mit einer ganzen Menge an Informationen versorgt. Das Ganze ist auch nicht ganz leicht verdaulich, weil einfach viel auf die Unternehmen zukommt. Ich freue mich aber dann später noch auf das Projektvorgehen und auch nochmal auf die Fragesession. Danke, Peter. Du hast ja den Boden perfekt aufbereitet und all jene Teilnehmer, die bisher nicht wussten, was auf sie zukommt, wissen spätestens jetzt, dass da einiges zu tun ist und dass es dafür auch schon Lösungen gibt. Das ist die perfekte Überleitung für den Matthias. Matthias, gerne, wenn du uns den Lösungsansatz von CCH Tagetik vorstellen kannst. Sehr gut, vielen Dank. Dann möchte ich mit meinem Teil beginnen. Also zunächst einmal, warum und wie kommt Tagetik denn oder Wolters Kluwers dazu, sich jetzt hier mit diesem Thema ESG-Reporting zu beschäftigen? Das ist von unserer Seite her auf zweierlei Ebenen. Einerseits ist es natürlich an uns herangetragen worden von unseren Kunden, dass es dort einen Bedarf gibt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir selber als Tagetik dort den Bedarf sehen. Das heißt, wir selber sind natürlich eingebunden in so ein Reporting. Das sehen Sie jetzt hier in diesem Beispiel, das ist ein kleiner Auszug aus dem Wolters Kluwer ESG-Berichtswesen. Das heißt, auch wir als Wolters Kluwer selber sind natürlich Teil dieser einzelnen Strukturen. Das heißt, wir werden dort nach bestimmten Kennzahlen gemessen, wir müssen Informationen geben und das Ganze natürlich dann sammeln, aggregieren und zu guter Letzt soll dann am Ende natürlich noch ein schöner Bericht dort herauskommen. Jetzt, wie machen wir das? Was sind denn die Themen, die wir enthalten haben in unserer Lösung? Klar, ein paar Punkte haben wir heute schon gehört. Wir haben uns schon über die EU-Taxonomie gehört. Wir haben über das CSRD gehört, das heißt über die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und daneben gibt es natürlich noch weitere regulatorische Themen, die in so einer Lösung abgebildet werden müssen. Das heißt, hier ist es eine Anforderung, dass Ihnen als potenziellen Kunden dann ein Stück Software zur Verfügung zu stellen, das nicht nur im aktuellen Stand Ihre Lösung auch abdecken kann, sondern darüber hinaus auch zukünftig Änderungen automatisiert eingepflegt werden und diese natürlich auch für Sie schnellstmöglichst bereitgestellt werden. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Wie machen wir das bei uns in der Lösung? Das heißt, wir haben uns auf drei Kernpunkte fokussiert. Das heißt, zunächst einmal ist ja auch, wie gerade angesprochen, ein Kernpunkt, erst einmal die Daten zu bekommen. Und da ist jetzt die große Herausforderung, dass wir jetzt nicht mehr von finanziellen Daten sprechen, sondern wir brauchen ein breites Feld von Daten. Und diese Daten, die wir dort auch aufnehmen, sind natürlich einerseits in der Form, in der Art unterschiedlich. Und da kommt neben der Data Collection, also der Aufbereitung der Daten, auch diese Data Normalization, wie wir es nennen, dazu. Das heißt, das sind Anpassungen, das sind Änderungen der Maßeinheiten beispielsweise von Tonnen auf Megatonnen, von Watt auf Megawatt und so weiter. Das heißt, diese einzelnen Änderungen müssen natürlich dort auch schon automatisch erzeugt werden.
da ist es entscheidend, dass man flexibel ist. Denn wir müssen reagieren, welche neuen Kennzahlen denn benötigt werden. Und das kann sehr individuell sein. Das heißt, mit unserer Lösung bekommen Sie zwar ein vorgefertigtes sogenanntes Pre-Package-System. Das kann aber erweitert werden. Sie können neue Kennzahlen mit aufnehmen. Sie können neue Maßeinheiten, KPIs im System erfassen. Und diese wollen natürlich auch auf einen einheitlichen Standard gebracht werden. Daneben ist es ganz wichtig, hier herzugehen und diesen kompletten Prozess zu monitoren. Und da ist es sehr schön, wenn Sie eine Übersicht haben, wie Ihre einzelnen Abteilungen, wie einzelne Regionen, wie einzelne Unternehmen denn performen. Das heißt, wo sind Daten erfasst worden, wo sind Daten denn eingegeben worden und wo muss man denn an der einen oder anderen Stelle vielleicht gegensteuern. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Punkt dann auch in der Lösung dieses Monitoring, die Übersicht über den Prozess und diesen Prozess auch wirklich so gestalten zu können, dass der jeweilige Nutzer dann auch hier die einzelnen Punkte richtig zugeordnet bekommt. Dann ganz wichtig, eine integrierte Build-in-KPI-Calculation-Logic. Das heißt, hier wirklich die Berechnung der KPIs wird automatisiert durchgeführt. Ich kann dort relativ einfach diese KPIs aufbauen. Ich kann dort weitere KPIs hinzufügen und kann das natürlich nutzen. Damit einher geht natürlich auch eine Auditierfähigkeit. Das heißt, ich bin hier in der Lage und kann jetzt hier auch ein Audit legen und kann sagen, okay, diese KPI, die ich am Ende kondensiert oder konzentriert in meinem Report habe, ist Basis auf verschiedenen Werten natürlich gefolgt. Und der Ausblick, ganz klar, hier die Möglichkeit, nicht nur die Actuals, also die Zahlen, die wir jetzt für den Abschluss brauchen, zu verwenden, sondern darüber hinaus natürlich auch hergehen und dort ein Forecasting und eine Planung durchzuführen. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem Disclosure und Reporting. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, wirklich an der Stelle unser Reporting aufzubauen und dann am Ende einen Word-Bericht auch dort abfragen zu können. Und dieser Word-Bericht kann dann direkt mit diesen Informationen gefüllt werden. Was ist dazu nötig? Dazu ist nötig, und das sehen Sie am unteren Bereich, dass wir diese Taxonomien pflegen. Das heißt, mit unserer Lösung bekommen Sie die jeweilige Taxonomie, für die Sie sich entscheiden, ausgeliefert. Das heißt, hier in dem Bereich haben wir ja gerade gesehen, die EU-Taxonomie, die ist jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht die ausgeprägteste. In der Lösung, wenn wir uns da beispielsweise die GRI oder die SASB anschauen, die sind deutlich ausgeprägter an der Stelle. Da bekommen Sie viel, viel mehr schon im Standard mit enthalten. Aber bei der EU-Taxonomie haben wir auch gehört, das wird sich natürlich ändern und wir werden dort natürlich auch auf diesem Bereich aktualisiert die einzelnen Versionen dort haben. Daneben so ein paar Bereiche, in denen wir dort unterwegs sind. Das heißt, wirklich diese kompletten Informationen sind pre-built, das heißt im System vorgegeben. Und wir haben hier natürlich die Möglichkeit, dieses Datenmodell auch zu erweitern. Und das ist auch ganz wichtig, hier wirklich herzugehen und zu sagen, von dem Standard, den wir heute haben, können wir weitergehen und können dort natürlich auch weitere Informationen hinzuführen. Und natürlich, wie gesagt, dieses komplette Thema des Disclose, das heißt wirklich dieser Schlusserstellung, der sich dort im Bereich auch befindet. Damit werde ich jetzt auch die PowerPoint verlassen und werde ins System gehen. Wie ist unser System aufgebaut? Alle, die die Lösung Tagetik nicht kennen, eine fähige Lösung, die voll integriert in Office ist. Das heißt, hier die Möglichkeit, mit einem standardisierten Browser auf die Lösung zuzugreifen. Daneben natürlich auch die Möglichkeit herzugehen, das Ganze mit einer PowerPoint oder mit einer Word-Integration oder ganz klassisch mit Excel zu nutzen. Das heißt, der Nutzer meldet sich dann mit dem Medium an, in dem er dort arbeiten möchte. Ich habe mich jetzt hier einmal angemeldet in einem Chrome-Browser. Das heißt, hier bin ich jetzt auf einer Homepage gelandet, die mir meine Inhalte, die ich für meinen ESG-Bereich benötigt, abgebildet habe. Wir sehen im oberen Bereich, dass wir hier natürlich ein Reporting-Package haben, das wir uns gleich anschauen. Wir haben ein Dashboarding und wir haben natürlich einen Prozess, der dort hinterlegt ist. Jetzt hoffe ich mal, dass wir
dort auch hier die einzelnen Punkte aufrufen und im System dann zeigen. Wenn wir dort reingehen, fangen wir einmal an mit dem Reporting Package. Das heißt, dieses Reporting Package beinhaltet jetzt all diese Informationen, die ich brauche, um mir einen Überblick über mein ESG-Reporting auch zu verschaffen. Diese Inhalte, dort finden wir Themen wie beispielsweise die GRI-Themen, wir finden Themen wie die EU-Taxonomie und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dort eigene KPIs dort abbilden zu können. Das Ganze ist dann zusammengefasst über den jeweiligen Punkten und ich kann es hier relativ einfach reinspringen und mir das Ganze natürlich anschauen. Überall kann ich natürlich ganz zu Anfang sehen, ja, wir können so ein globales Rating machen. Hier sehen wir, dass wir als Unternehmen doch relativ gut geratet sind mit AAA. Aber ich kann es hier natürlich auch dort einsteigen und tiefer gehen. Darüber hinaus, wie gesagt, angemerkt, wir haben bisher alle verfügbaren Standards enthalten. Der größte Teil findet sich sicherlich im Bereich von der GRI-KPIs. Dort sind natürlich die meisten Strukturen schon vorhanden. Bei der EU-Taxonomie geht es natürlich auch weiter und auch hier werden dann die einzelnen Inhalte dort eingepflegt. Fangen wir einmal an mit den Inhalten, die in der Lösung abgebildet sind. Wenn wir uns das einmal ganz kurz anschauen, dann sehen wir hier, dass wir dort jetzt ein klassisches Dashboard haben. Auf diesem Dashboard kann ich jetzt die verschiedenen Inhalte natürlich abgebildet sehen. Einerseits sehe ich jetzt hier im Bereich der Environmental KPIs, dass wir hier die Emissionen abbilden können. Diese Emissionen sind jetzt nach den jeweiligen GRI-Scopes dann auch aufgelistet. Das heißt, hier kann ich mir anzeigen, wie verhalten sich denn die jeweiligen Emissionen auf konsolidierte Ebene in verschiedenen Regionen nach den jeweiligen Scopes. Dann kann ich mir natürlich auch andere Informationen anschauen, wie verhält sich beispielsweise der Energieverbrauch. Hier sehen wir, wie dieser Energieverbrauch im Zeitablauf sich verhält auf den jeweiligen Regionen. Das heißt, das sind ganz klassische Dashboarding-Funktionalitäten, die wir dort haben, um die Inhalte dort auch abbilden zu können. Dann haben wir natürlich auch die Social-Inhalte dort abgebildet. In diesem Fall sind wir auf die Diversity eingegangen. Es ist natürlich aber ganz klar möglich, hier auch die anderen Inhalte abbilden zu können, wie beispielsweise Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und die darauf aufbauenden KPIs im System einerseits zu generieren, als auch im Reporting zu verwenden. Daneben können wir mal am Beispiel der SASB uns anschauen, wie wir dort auch Aufteilungen durchführen können. Das heißt, einen Schritt tiefer in die einzelnen Inhalte gehen. Was meine ich damit? Wenn wir uns beispielsweise jetzt einmal diese globalen Emissionen anschauen, kann ich jetzt natürlich noch tiefer gehen und kann analysieren, wie verhalten sich denn meine globalen Emissionen? Das heißt, woher kommen diese Emissionen? Wie verhalten sie sich im Zeitablauf? Und kann mir beispielsweise auch hergehen, dort in dem IT-Support, im IT- und Softwarebereich anschauen, in einem speziellen Bereich jetzt in meinem Unternehmen, wie verhält sich der Energieverbrauch? Das heißt, woher kommen die Energieströme? Ist das eher etwas, was wir aus dem Netz nehmen? Oder sind wir sogar schon so weit und können dort Renewable Energy, beispielsweise durch Solarparks, die wir auf unseren Dächern haben, erzeugen? Darauf abgebildet kann ich natürlich auch systemische Risiken abschätzen. Das ist ja gerade ganz wichtig. Wenn ich hier natürlich beim Energieverbrauch einen sehr, sehr hohen Anteil an Solarzellen auf meinen Unternehmensdächern habe, dann habe ich natürlich hier ein weniger großes Risiko von erhöhten Energiekosten zu partizipieren. Und hier kann ich natürlich auch hergehen, das sehen wir hier beispielsweise bei der Workforce, wenn wir uns dort einmal anschauen, was wir abgebildet haben, Themen wie Sicherheit. Auch das ist natürlich möglich. Ich kann jetzt hergehen, kann tracken, wie viele Sicherheitsmaßnahmen habe ich dort gemacht, welche Trainings muss ich denn abliefern, damit diese Sicherheitsmaßnahmen auch durchgeführt werden. Was Sie hier sehen, ist wirklich ein sehr breites Feld an KPIs, das wir abfragen können und diese natürlich im Reporting nutzen können. Daneben gibt es noch den Bereich der KPIs, die ich beispielsweise von oben herunterbrechen kann. Von oben herunterbrechen, damit meine ich, ich kann jetzt hergehen und beispielsweise auf Basis der vorgegebenen KPIs auf der globalen Ebene nehme ich das Net Zero Emission.
Ziel, das wir haben, das haben wir als Wolters Kluwer Unternehmung natürlich auch, diese runterzubrechen und sagen, wann möchten wir denn das erreichen und welchen Weg muss ich denn dahin gehen? Und wir sehen jetzt beispielsweise, um die jeweiligen Scopes dort auch zu erreichen, müssen wir natürlich unseren Net Zero verringern. Das ist einmal ein globales Ziel, das kann ich vorgeben. Damit dieses globale Ziel aber auch eingehalten wird, muss ich darauf basierend natürlich auch Maßnahmen tracken und durchführen. Das ist jetzt eine Maßnahme, die haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir von Wolters Kluwer gemacht. Wir sind hergegangen und haben dort hergegangen und jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, bestimmte Bäume zu pflanzen. Das heißt, jeder von uns hat 1, 2, 3 viele Bäume gepflanzt und damit haben wir hier ein Impact auf unseren Net Zero Emissions. Das heißt, auch diesen Impact, und das ist das Schöne an unserer Lösung, kann ich wieder messen und der wird wieder gegengerechnet mit den konsolidierten Emissionen aus unserem Reporting. Und das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, wo ich dann später wirklich auch die Tracking-Funktionalität habe und sehe, okay, diese Maßnahme hat genau diesen Ergebniseffekt gehabt. Und hier sieht man, dass das natürlich einen sehr hohen Beitrag hat, dann um später auch unsere Net-Zero-Emissionen hinzubekommen. Darüber hinaus können wir natürlich auch in die KPIs jetzt tiefer gehen. Das ist jetzt wirklich ein Drill down in die jeweiligen KPIs. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir beispielsweise hier im Bereich der jeweiligen KPIs auf GRI-Linie wirklich auf der einzelnen KPI-Linie jetzt auch wieder sein können. Ich kann mir jetzt hier beispielsweise anschauen, wie verhält sich mein CO2-Tonnen-Äquivalent im Zeitablauf. Ich kann hier natürlich auch wieder Differenzen zwischen den jeweiligen Szenarien bilden und das ist ganz wichtig, ich kann mir hier Benchmarks anlegen. Das heißt, in diesem Fall gibt es globale Benchmarks oder es gibt lokale Benchmarks, die ich dort haben möchte und da kann ich mich wieder gegen messen und sehe ich entweder auf globaler Ebene oder dann auch wirklich auf dem jeweiligen granularen Ebene die Möglichkeit zu schauen, wie verhält sich das Ganze. Im Bereich der EU-Taxonomie haben wir natürlich auch die jeweiligen KPIs dort angebildet und wie das gerade auch angesprochen ist, ist diese Eligibility dort abgebildet. Das heißt, auch hier kann ich dann eingehen und kann mir anschauen, wie beispielsweise meine Umsatzerlöse oder andere KPIs, die ich dort habe, sich verhalten und nach den jeweiligen Sektoreninformationen das aufsplitten. Auch das ist im Standard schon enthalten. Das ist einmal das Bild eines Ergebnisses aus dieser EU-Taxonomie, GRI oder SASB einzelnen Inhalten. Wie komme ich dahin? Ja, das geht bei GEDIC oder bei unserer Lösung sehr einfach, denn wir haben einen kompletten Prozess dahinter. Ich bin jetzt hier in der Lage, diesen kompletten Prozess auch anschauen zu können. Das ist natürlich rechte gesteuert. Das heißt, ein eingebender Nutzer kann, wie in diesem Fall, nicht alle der jeweiligen Schritte dort enthalten. Sie sehen jetzt hier, in meinem Beispiel habe ich natürlich sehr, sehr viel Inhalt. Dann muss man natürlich schauen, welche einzelnen Punkte dann in der jeweiligen Form dann auch nutzbar sind. Grundsätzlich haben wir aber immer die Bereiche, wo ich sagen kann, ich kann Einstellungen tätigen, beispielsweise mir in den Einstellungen festlegen, welche Taxonomie-Linien brauche ich denn für die jeweiligen Gesellschaften. Das ist eine sehr schöne Funktionalität, wo wirklich einzelne Gesellschaften oder Einheiten wirklich punktuell zuordnen kann, welche Daten müssen denn gefüllt werden. Dann ganz wichtig der Bereich der Collection, das heißt hier die Möglichkeit einerseits über automatisierte Schnittstellen Daten zu laden, aber auch andererseits manuell die Daten eingeben zu können. Dann ganz wichtig haben wir die Validierung dort hinterlegt und dann natürlich die Taxonomien. Und hier ist es dann abhängig, welche Art von Unternehmen wir dort haben. Beispielsweise bei der Industrie haben wir sehr viele Taxonomien schon erhalten. Die meisten haben wir aber im Bereich der Banken und Versicherungen. Dort haben wir schon wirklich vollumfänglich diese Taxonomien enthalten. Die werden auch stetig weiterentwickelt. Einer unserer größten Kunden in Italien beispielsweise, die ING Bank, die arbeitet dann mit der Lösung auch schon. Und zu guter Letzt haben wir natürlich das ganze Thema das Disclosure. Wenn ich in der Zentrale dort mir die einzelnen Einheiten anschauen möchte, habe ich jetzt hier natürlich die Möglichkeit zu
Becken. Und das ist eine schöne Funktionalität, gerade im Monitoring zu schauen, wie stehen denn die jeweiligen Gesellschaften. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise interessiere, welche meiner Gesellschaften hat denn hier schon die ganzen Daten abgegeben, dann kann ich das sehr einfach sehen. Ich sehe beispielsweise, dass wir dort zwei Gesellschaften in New York und Los Angeles haben, die gerade im Bereich der Data Collection schon gesagt haben, sie sind fertig. Daneben kann ich natürlich schauen, welche Gesellschaften haben jetzt noch nicht mit der Arbeit begonnen. Und so habe ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, hier im Dashboarding zu schauen, wie verhalten sich denn die einzelnen Einheiten. Lassen Sie uns mal gemeinsam in die Schritte gehen, die jetzt ein einzelner Datenmelder dort vorfindet. Dazu gehen wir jetzt einmal im Bereich der Collection. Und hier im Bereich der Collection sehen wir, dass wir dort die Möglichkeit haben, die Daten einerseits über ein ETL, also über einen automatisierten Prozess ins System zu bekommen. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze wieder manuell erfassen. Und wie vorher schon angedeutet, hier die Möglichkeit, dort die Daten entweder für den Environmental-Bereich abzufragen. Wir haben auch den Bereich der Governance, das heißt, wo ich hier wirklich Ziele herunterbrechen kann. Und ich habe natürlich auch den Bereich der Social Collection. Diese werden klassischerweise natürlich auch von unterschiedlichen Personen dann befüllt. Wir gehen einmal in den Environmental-Bereich herein und hier habe ich jetzt hier eine Frage vom System, möchte ich das Ganze in Web oder in Excel machen und je nach User entscheide ich mich natürlich hier für den jeweiligen Inhalt, den ich dort wählen möchte. Der jeweilige User bekommt eine Übersicht der einzelnen Zahlen, die er dort abliefern darf. Und hier beispielsweise sehen wir, dass wir dort verschiedene Gruppen haben. Beispielsweise hier der erste Block ist Road Travel. Das heißt, hier gebe ich an, welche Fahrten ich dort durchgeführt habe. Die einzelnen Inhalte, die wir dort haben, sind natürlich dort enthalten und vorgegeben. Beispielsweise kann ich jetzt hergehen und kann neben den Road Travel, wo wir bestimmte Inhalte eingeben möchten, die jeweilige Einheit auch mitgeben. Und das ist ganz wichtig, dass ich das flexibel gestalte. Beispielsweise, wenn Sie einzelne Einheiten haben, die jetzt in den USA sind oder beispielsweise in England sind, die haben natürlich jetzt keine Kilometer vorrätig, die möchten das in Meilen dann auch eingeben. Und das ist sehr einfach möglich. Und das System, wie wir das vorher angesehen haben, wird das im Bereich der Normalisierung auch umrechnen, um dort wirklich auch den Faktor zu bekommen, den wir brauchen. Dann hier in diesem Fall habe ich das Ganze gegen das Vorjahr gemessen. In der Regel würde ich aber hergehen und das Ganze natürlich auch gegen eine Benchmark messen können, sodass der jeweilige Nutzer sofort sieht, okay, wie verhält er sich? Bin ich denn über einer global vorgegebenen Benchmark? Darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, dort alle Inhalte eingeben zu können, die ich jetzt gerade für die Emissionsdaten brauche. Wenn wir einmal auf den Bereich der Energie gehen, auch hier wieder die Möglichkeit, wirklich die einzelnen Energieinhalte auch abbilden zu können, um gerade hier dann das Ganze auch sauber tracken zu können. In diesem Bereich kann ich natürlich auch ein Reporting direkt starten. Das heißt, hier wäre auch die Möglichkeit, wie wir das hier sehen, das Ganze wieder für die Ausgabe bereitstellen zu können. Neben diesen Eingabefunktionalitäten haben wir natürlich auch Funktionalitäten, eine Validierung durchzuführen. Eine Validierung ist wichtig, dann wirklich zu schauen, sind denn die Daten konkurrent, kann ich die abgeben? Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze wieder in einem Report dann bereitstellen zu können. Dieser Report gibt mir jetzt die Möglichkeit, wirklich zielgerichtet zu schauen, ob an der Stelle denn auch die einzelnen Inhalte gegeben worden sind. Und was hier das Schöne ist, ich kann dort hergehen und wirklich schauen, wie sind denn die Faktoren, die dazu führen, das Ganze umrechnen zu möchten. Und das ist an der Stelle ganz wichtig, wenn wir beispielsweise anschauen, dass die Kilometer jetzt einmal auf die CO2-Tonnen-Äquivalente umgerechnet werden, dann habe ich hier natürlich einen sehr kleinen Faktor, der mir das Ganze bereitstellt. Das sind dann jetzt, die wir müssen Punkte, die jetzt ich dann im zum ja. Ende kommen. Du hast noch wäre drei auch sofort bei mir gewesen. Perfekt. Dankeschön. Das sind die Punkte, die ich jetzt als einzelner Nutzer dann auch durchführen könne. Und dann wird die ganze
Logik angeworfen, wird berechnet und am Ende möchte ich natürlich dann auch einen Bericht haben. Dieser Bericht kann jetzt natürlich in Word aufgerufen werden. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das sehen Sie hier im Disclosure- und Reporting-Bereich, einerseits wirklich Berichte, die ich mir dort anschauen kann, aufrufen. Andererseits kann ich natürlich auch hergehen und diese Berichte jetzt mit einem Word-Dokument verknüpfen. Das heißt, hier in diesem Word-Dokument beispielsweise kann ich jetzt hergehen und mir das Vorwort beispielsweise unserer CFO anschauen. Das ist nur gerade auf einem anderen Fenster. Das heißt, hier die Möglichkeit, wirklich dieses zu verknüpfen, oder dann auch hier die jeweiligen Inhalte anschauen zu können. Beispielsweise, wenn wir uns mal das Nature Capital anschauen, das heißt hier wirklich der komplette vollumfängliche Bericht, der dort eingegeben wird, der wird hier direkt verknüpft mit dem Inhalten, die wir gerade gesehen haben. Und das ist eine ganz schöne Möglichkeit, die Sie auch natürlich in der Lösung mitbekommen, um an der Stelle auch die Verknüpfung nicht nur der Generierung der Zahlen, sondern auch wieder der Auswertung und Ausgabe der Zahlen erhalten. Das Ganze ist jetzt hier direkt integriert und die Berichte oder die Grafiken, die wir gerade gesehen haben, tauchen natürlich hier direkt auf und können dort verwendet werden. Damit bin ich auf der Ebene natürlich fertig und gebe wieder an dich, um dann auch weitere Themen besprechen zu können. Danke, Matthias. Ich weiß, wie schwierig es ist, in 20 Minuten die Komplexität des Themas und der Lösung rüberzubringen. Ich glaube, du hast das wirklich gut geschafft. Ja, wir sind beim Thema gelandet. Sie sehen meinen Bildschirm wieder. Projektvorgehen modular, auf das wir kurz noch eingehen wollen. Und dann bleibt uns noch ein bisschen Zeit für Q&As. Ich habe gesehen, drei Fragen sind schon eingegangen. Die, glaube ich, können wir dann unmittelbar beantworten. Peter, darf ich dich nochmal bitten, kurz über euren Ansatz dieses modularen Vorgehens und seinen Abriss zu geben? Genau, sehr gerne. Also, ja, vielen Dank, Heimo. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Unternehmen, die wir als Kunden haben, auf sehr unterschiedlichem Fortschrittsgrad unterwegs sind im Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt also, manche Unternehmen haben schon einen Überblick gewonnen, welche Anforderungen von außen auf sie einkommen. Manche haben schon eine Strategie formuliert. Manche haben auch die KPIs, die sie messen, aber noch nicht in die Steuerung übernommen. Je nachdem, wo die Unternehmen stehen, können wir sie mit unserem Ansatz abholen. Für gewöhnlich haben wir drei Module, eben zum einen mal Strategie und externe Anforderungen, wo insbesondere die externen Anforderungen zu Beginn geprüft werden. Das heißt also, was von CSRD, IFRS, SDS, EU-Taxonomie, freiwilligen Standards wie GRI, wie SESB etc., was hier auf die Unternehmen an Anforderungen zukommt. Das wird geprüft, da werden die Anforderungen, die Prozesse, die dahinter liegen etc. geprüft und definiert und auch das ganze Thema Wesentlichkeit mit angegangen, bevor man dann noch eine Strategie mit Commitments, Zielen, Zielwerten und so weiter formuliert. Im Bereich Systeme und Datenmanagement bieten wir auch das ganze Spektrum an von der Systemarchitektur, welche Systeme für welche Zwecke einzusetzen, wie die Daten zu managen sind, wie die im Datenmodell zu integrieren sind und wie dann auch die Schnittstellen zwischen den bestehenden Systemen im Finanzbereich zum Beispiel und nachhaltigkeitsspezifischen Systemen ablaufen sollten. Und als dritten Punkt nochmal Menschen und Prozesse. Wie soll dieses Zielbild für die Organisation ausschauen? Welche Prozesse, welche Governance-Strukturen braucht man? Welches Operating-Modell sieht man vor? Das ist insbesondere für den Bereich Reporting und Investitionsmanagement relevant. Und dann nochmal natürlich diesen ganzen Bereich Change und Befähigung. Mit den Kunden können wir relativ rasch festlegen, welche Schwerpunkte im Projekt gesetzt werden, um dann eben auch die richtigen Schritte entsprechend ihres Reifegrads treffen zu können. Danke, Peter. Und bei dem Punkt 2, da gehen wir ja gerne gemeinsam ins Rennen. Ich mache es mir leicht und spare uns ein bisschen Zeit. Unser Schwerpunkt hier im Mittelbereich, wir gehen auf die Themen, die Daten, Reporting und Planung. Aber Sie haben schon gesehen, da steckt schon viel Komplexität drinnen. Also wir brauchen eine gute organisatorische Eingliederung und eine technische Governance.
aus unserer Sicht in den Unternehmen klassisch als Kompetenzcenter zu entwickeln, weil wirklich verschiedenste Bereiche im Unternehmen auch betroffen sind. CFO wird wohl im Driver Seat der Entwicklungsarbeit stehen, aber es ist nur möglich, das Thema zu stemmen, wenn das wirklich von allen Beteiligten auch getragen wird. Unsere vier Einstiegszeitpunkte oder Punkte inhaltlich sind eben dann so strukturiert, wo wir auch bei einzelnen Themen einsteigen können, je nachdem, wo sie schon stehen. Was ich heute gerne mitgeben möchte, die Zukunft beginnt jetzt. Ich glaube, ist ein Schlagwort, das gerade bei dem Thema mehr als passend ist. Und Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck. Ich war ganz überrascht bei der ersten CFO-Tagung, wo das Thema aufgekommen ist, mit welcher Begeisterung die CFOs auch das Thema genommen haben. Und ich selbst freue mich, ich bin ein gestandener Controller, 20 Jahre Erfahrung, dass neben der Performance-Orientierung eben da auch die Nachhaltigkeit eine wesentliche Stellschraube für die Zukunft darstellt. Am Ende muss ich es ausrechnen. Das ist mir erst recht als Controller klar. Ja, wie geht es voran? Ohne ein klares Ziel mit einer Roadmap wird das Thema nicht zu stemmen sein. Darum war dieser modulare Ansatz von Peter Satter schon sehr stimmig. Und wir freuen uns, wenn Sie sich auch dafür begeistern können. Danke für den, sage ich, in dem Sinn positiven Abschluss. Ich glaube auch, wer nicht jetzt schon auf den Zug aufgesprungen ist, es ist höchste Zeit. Sie gestalten sich Ihre Zukunft, die Zukunft der nächsten Generation und Ihres Unternehmens. Wir freuen uns drauf, wenn wir Sie dabei begleiten dürfen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen, weil auch das geht die nächsten Wochen und Monate wohl hoffentlich wieder vermehrt. Danke Ihnen und bis demnächst. Auf Wiederhören und Wiedersehen.